Als Teilprojekt der Klimawandel-Anpassungsmodellregion Klar-Kaunergrad und unter der Projektleitung von Kaunertal Tourismus und gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurden im Kaunertal 8 stationäre Bilderbücher aufgestellt. Und zwar geht es darum, wir haben 8 neuralgischen Stellen im Tal so überdimensionale große Bücher aufgestellt, um Wissen zu vermitteln. Diese Positionen sind so ausgewählt, dass es nicht ein zusammenhängender Themenweg ist, sondern der Gast, der vor Ort ist oder auch der Einheimische, der spazieren geht durchs Tal, soll so immer wieder mal über ein Buch quasi drüber stolpern und nimmt dann etwas mit, ein Wissen mit, eine Erkenntnis mit, was es Besonderes an diesem Platz gibt. Zum Beispiel, das sind halt so Schwerpunkte vom Tal selber. Es ist das Thema Jagd aufbereitet bei der Hubertuskapelle. Es ist bei der Facke, unserer Lebensader durchs Tal, ist der Fackenbach an sich einerseits, der verbaut ist, wo der Stausee dazugehört natürlich, also als Hochwasserschutz thematisiert, aber eben auch als Lebensader. Er ist immer noch Lebensraum für die Wasseramsel, das ist aufbereitet worden. Dann natürlich unser großes Thema, die Braunelle. Wichtig war uns, jetzt in dem Fall haben es die Kinder selber gestaltet, da beim Naturparkhaus, beziehungsweise beim Pfiffikus bei der Volksschule. Da haben sie sich mit dem Thema Naturpark beschäftigt. Sie sind ja Naturparkschule, Naturparkkindergarten und Naturparkkrippe. Und da haben die Kinder ihre Lieblingsplätze gezeichnet, die sie im Kaunertal mit dem Naturpark verbinden. Und das ist ganz nett, es ist da zum Beispiel die Staumauer gezeichnet, ganz imposant. Aber es ist auch das Skifahren, das Snowboarden am Gletscher gezeichnet. Es sind Kinder dabei, die natürlich den Steinbock irgendwo auch gezeichnet haben. Also sie haben sich da sehr viel Gedanken gemacht. Dann haben wir da einen Kindergarten, der sich da auch schon ganz großartig beschäftigt hat und einen Adler gestaltet hat. Und die Kleinsten, und da muss man schon sagen, also mit 1,5 bis 3 Jahren, die haben ihre Welt im Kaunertal mit dem Naturpark auch schon sehr bunt gestaltet. Das Projekt wurde im Rahmen von LIDER über Regio L gefördert. Das Projekt Klar – Geschichten erzählen im Kaunertal ist ein Projekt, das im Rahmen der Klar Kaunergrad entstanden ist und entwickelt worden ist. Es ist ein Projekt, das im Rahmen von IWBF gefördert wird, zu 60%. Und es ist ein wunderschönes Beispiel, wie man die Themenfelder Tourismus und Klimawandel miteinander kombinieren kann. Mit dem Pfiffikus und Kaunergrad-Lied eröffneten die Kaunertaler Kinder das Projekt. Pfiffikus heißt das Haus, schlaue Kinder gehen ein und aus, lernen, spielen, fasten, singen, lachen soll das Haus erklingen. Im Naturpark wieder leben, unterwegs sein auf allen Wegen, entdecken, forschen in Wald und Wiesen, unsere Heimat voll genießen. Pfiffikus heißt das Haus, schlaue Kinder gehen ein und aus, lernen, spielen, basteln, singen, lachen, soll das Haus erklingen.